Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, denn dies ist nicht nur mein erstes Video, sondern dies wird auch das Startvideo sozusagen für unsere nächste Baustelle, die auch unsere größte bisher sein wird. Wie ihr vielleicht auch gesehen habt, haben wir bisher schon viele Baustellen gehabt, aber noch keine in der Größe und noch keine, vor der ich so viel Angst habe. Genau, es geht nämlich bei dieser Baustelle um Küche und Bad. Und es gibt so viel zu bedenken bei Küche und Bad. Als letztes hatten wir zum Beispiel die Baustelle oben, das war der Dachausbau. Naja, bis auf Elektrik muss man halt nicht auf so viel achten. Klar, ja, man muss auf ganz vieles achten, aber hier ist halt die Gasleitung, die Fußbodenheizung, die Abwasserleitung, was auch immer, Frischwasser. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie gemacht. Ich will auch nicht blöd rumfaseln, weil ich habe keine Ahnung. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich so eine Angst vor der Baustelle habe. Denn wenn ich so ein bisschen wüsste, was da auf mich zukommt, dann könnte ich das Ganze auch besser einschätzen. Aber das hier... Naja. Gut. Ich würde sagen, wir starten so, dass ich jetzt erstmal die Kamera mit rausnehme. Es läuft übrigens nebenbei die letzte Waschmaschine noch. Deshalb ist es ein bisschen laut hier. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Genau, ich nehme die Kamera mit raus und wir fangen vorne am Eingang an, sobald die Waschmaschine ein bisschen leiser ist. Viel Spaß! So, wir befinden uns jetzt an der Haustür. Dies ist die Hintertür. Später soll diese... Moment, jetzt muss ich erstmal selber überlegen. Hier wird höchstwahrscheinlich zugemauert und die Haustür wird... einen Meter weiter darüber versetzt, verlegt, wie auch immer. Aber ich bin mir da gerade selber noch nicht so ganz sicher, weil wir noch nicht so ganz wissen, was wir machen. Auf jeden Fall wird die hier, so wie sie jetzt existiert, zukünftig nicht mehr existieren. Das weiß ich. Genau, hier kommt man eigentlich rein. Also normalerweise ja nicht, weil es die Hintertür ist, aber bei uns kommt man normalerweise hier rein. Und kommt dann in den Eingangsbereich. Zeige ich euch. Ich bin jetzt noch gerade dabei, die letzte Wäsche durchzuwaschen, denn heute Abend soll noch der Trockner soll auf jeden Fall raus. Der Fußboden soll raus. Wir haben nämlich in allen Räumen traumhaften Fußboden. Eigentlich alles traumhaft. Wir hatten in diesem Raum. An der Decke weiß ich gar nicht mehr, was da war. Ich glaube, das war diese Styroporvertäfelung. Die ist schon länger raus. Dann hatten wir an den Wänden, hier sieht man auch noch so leicht die Überreste, ich wende mal, da, das war Papiertapete, ganz normale Tapete, in Korkoptik, ganz schick. Dann haben wir, achso, das kann ich auch noch zeigen, Moment, dann haben wir Fußboden, das ist PVC in Fliesenoptik. Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Wir haben jetzt die letzte Zeit in einem Provisorium gelebt hier. Aber das soll jetzt ein Ende haben. Also, dieser Raum war eigentlich nur Heizungsraum, Eingangsbereich, wie auch immer. Dann, von hier aus geht eine Tür ab in die Richtung. So. Erstmal Haustür zu. Da hinten war ein Schornstein. Ups, der ist schon weg. Der ist beim letzten Abriss, als wir auch die Decke rausgenommen haben. Achtung. Genau. Da ist der mit abgerissen worden. Die Decke haben wir rausgenommen, weil wir... Ja, wir hatten einen Marder im Haus. Und der ging uns dermaßen auf die Nerven. Und diese ganzen Tricks mit Musik hören und Gerüche versprühen und sonst was, haben alle nicht geholfen. Und dann haben wir kurz entschlossen die Decke rausgerissen. Das hat geholfen. Er hatte keinen Lebensraum mehr. Dann ist er im Schuppen gelandet übrigens. Naja, egal. Hier auf jeden Fall, zurück zu dieser Tür. Hier befindet sich der Heizungsraum. Das ist der mit der wunderschönen grünen Wand. Mhm. Daneben befindet sich noch eine Tür. Hinter dieser Tür befindet sich eine Toilette.
aber auch nur eine Toilette. Das restliche Badezimmer ist da vorne, da kommen wir gleich zu. Die Wand ist nicht tragend, allerdings ist die Wand, die zur Küche geht, das ist eine tragende Wand. Jetzt kommen wir zur Küche. Die Küche ist so ein bisschen unsere Kunstküche geworden. Wir haben alles, was aus dem Haus verbannt wurde, weil es zu hässlich fürs restliche Haus war, eigentlich in die Küche gehängt. Alles, was keinen Platz hatte, hat hier einen Platz gefunden. Jetzt noch einmal zu der Tür da hinten. Dahinter befindet sich unser Badezimmer. Das ist jetzt noch uninteressant, weil das noch nicht drankommt. Nach dahin die Tür. Die geht ins Esszimmer. Vom Esszimmer aus ist es so ein Durchbruch zum Wohnzimmer. Das ist alles noch nicht wichtig. Das kommt nämlich erst im nächsten Jahr dran. Sprich, die Küche bleibt tatsächlich noch ein halbes Jahr so, wie sie jetzt ist. Dann kommen wir jetzt zu unseren Plänen. Ich versuche es einmal so zu erklären, während ich durchlaufe. Danach werde ich noch einmal die Zeichnung nehmen und werde dann noch einmal anhand der Zeichnung noch mal versuchen zu erklären, wie es aussehen soll. Ich hoffe, man kann einigermaßen verstehen, was wir vorhaben. Naja, gut. Also, ich gehe nochmal rüber. Hier fangen wir an. Wir sind wieder, wie man sehen kann, im Wäscheraum. Hier ist wieder der Schornstein, da ist die Tür. Ich stelle euch jetzt mal hier ab. So. Und zwar soll diese Wand raus, sodass die Toilette mit ihren wunderschönen blauen Fliesen, die ich sehr vermissen werde, und der Heizungsraum mit seiner wunderschönen... Wow, boah, das ist ja eine Geschmacklosigkeit, das ist Wahnsinn. Aus der Perspektive habe ich das noch nie gesehen. Wunderschön! So, der blaue Raum, der grüne Raum sollen ein Raum werden, zusammen mit diesem Raum. Und das alles hier soll dann unser Badezimmer werden. Der Plan ist, dass die Tür zum Badezimmer nicht mehr von hier aus ist, sondern dass wir hier zumachen. Die Tür zum Badezimmer, der Eingang soll also von da sein. Das soll auch auf jeden Fall, das steht fest. Wir wissen nur noch nicht ganz genau, wie wir es hier machen. Denn ursprünglich hatten wir jetzt die Überlegung, dass wir hier, ab hier, eine Mauer einziehen, komplett durch den ganzen Raum. Und die tragende Wand soll stehen bleiben. Ich drehe mal einmal, dann kann man das besser sehen. Also, wenn wir von hier bis da eine Wand einziehen, dann hätten wir hier diesen kleinen Bereich als zusätzlichen Raum, als Hauswirtschaftsraum, als Eingangsraum, wie auch immer, für die Hintertür. Dann hätten wir nämlich gesagt, würden wir die Hintertür umbauen, dahin, und haben hier so einen kleinen Eingang, Hintereingang, damit man hier so eine Waschküche oder irgendwie sowas hat. Es würde gerade so passen. Aber wenn wir jetzt überlegen, wenn ich mich jetzt mal hier hinstelle, von hier bis da, wenn wir den Bereich nutzen, nur für Heizung, Waschmaschine, Trockner, Gefrierschrank und so weiter und dann noch Regale, weil wir unsere Lebensmittel ja auch noch lagern müssen, dann wird das ein bisschen eng. Jetzt war die andere Überlegung, ob wir Trockner, Waschmaschine und Heizung mit ins Badezimmer nehmen und diese Wand hier weglassen. So viel zu diesem Raum, zu dem zukünftigen Badezimmer, und jetzt kommen wir zur Küche. Da haben wir noch nicht wirklich weiter geplant, weil wir gesagt haben, jetzt machen wir erstmal das Bad und die Küche kommt einfach im nächsten Frühjahr. Wir haben einigermaßen Vorstellungen, aber das kommt nächstes Jahr. Trotzdem müssen wir wissen, wo der Durchbruch hier, den müssen wir nicht. Ihr seht, es ist ein bisschen kompliziert, weil wir so viele verschiedene Pläne haben und so viel durcheinander noch, dass wir noch gar nicht richtig wissen, wie es werden soll. Also, der Plan. Wir setzen uns jetzt zusammen, werden noch einmal besprechen, wie wir es machen. Oder, viel besserer Plan, wir fangen einfach an einzureißen. So, wie versprochen habe ich hier jetzt gerade nochmal unsere super Zeichnung rausgesucht. Ihr werdet auch gleich sehen, warum das Video so chaotisch ist. Die Zeichnung ist auch nur eine Skizze. Jeder, der sich die bisher angeguckt hat, hat gesagt, Moment, aber das kann ja nicht stimmen. Die Wand kann doch nicht da lang gehen. Und das, nein, kann es nicht. Das habe ich irgendwie mal so nebenbei. Und da sind auch Kaffeeflecken drauf, das weiß ich.
Aber vielleicht könnt ihr ja besser verstehen, was ich versucht habe, euch zu erklären, wenn ihr das hier seht. Okay, ich hoffe, man kann so ein bisschen was erkennen. Bisher ist es so, diese Wand existiert, das ist die tragende Wand, mit dem Durchbruch aber hier. Und hier ist momentan die Toilette, hier ist der Heizungsraum und das Ganze ist im Moment der Eingangsraum. Hier wissen wir halt noch nicht genau. Wenn wir diese Tür jetzt versetzen, die ist jetzt hier, wenn wir sie versetzen dahin, dann haben wir hier den Heizungsraum. Da hätten wir Platz und könnten hier die Heizung einbauen, hier würde die Waschmaschine stehen, der Trockner würde reinpassen und wir hätten auch ein bisschen Platz für Regale. Aber der ganze Raum ist 1,40 tief, breit, schmal, was auch immer. Das heißt, es ist schon echt sehr eng. Deshalb war jetzt die Überlegung, ob wir alles mit in einen Raum nehmen. Die Badezimmertür soll auf jeden Fall hier neben die Treppe. Die Überlegung erst war, hier ein Waschbecken hinzusetzen, da die Toilette, hier eine Mauer hinzusetzen mit Regalen davor und hinter der Mauer soll eine offene Dusche sein. Dann wollen wir eine freistehende Badewanne, die hier über Eck geht. Jetzt müssen wir natürlich noch überlegen, wenn wir jetzt den Hauswirtschaftsraum weglassen, dann müssen wir irgendwie Platz für den Trockner und die Waschmaschine haben und für die Heizung. Und das Ganze sollte nicht unbedingt in Sicht sein, weil es natürlich nicht so schön ist. So, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich und ihr konntet euch so ein bisschen mehr ein Bild davon machen, was wir eigentlich vorhaben. Falls nicht, schaltet gerne wieder ein und überzeugt euch selbst davon, was wir machen und wie das jetzt wird. Ich habe keine Ahnung. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ganz wichtig, genau. Schön wieder einschalten. Und falls ihr noch irgendwelche Anregungen habt, falls ihr schon zum Beispiel irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, falls ihr wisst, womit wir anfangen sollen, was wir beachten müssen, was auch immer, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei unserem nächsten Video wieder. Tschüss! Scheiße! Was war das für ein T-Shirt? Nein! Nein! Das ist das Octan-T-Shirt, was ich dir gerade erst geschenkt habe. Ja, deine Arbeitshose hat jetzt auch so einen leichten lila, rosa Touch. Das hier war es wahrscheinlich. Das könnte gut sein. Ja, schön, das hat die Farbe behalten. Als einziges. Nein, die Tischdecke. Ja gut, die war alt. Die war so meine Tischdecke. Scheiße. Rosane Lätzchen. Es ist alles rosa.